Ja, wir befinden uns hier auf dem Areal des Polizeipräsidiums Reutlingen. Das ist ja historischer Grund, an dem wir uns hier aufhalten. Das war ja mal die ehemalige Webschule, später Fachhochschule für das Textilwesen. Und hier eben jetzt der Sitz des Polizeipräsidiums Reutlingen. Das Polizeipräsidium Reutlingen besteht ja bereits seit dem 1. Januar 2014. Mit diesem Erweiterungsbau, in dem sich insbesondere das Führungs- und Lagezentrum befindet, das neue und auch der Lageraum, kommen wir aus einem gewissen Improvisationsmodus heraus. Wir waren eben gezwungen, baulich gezwungen, Kompromisse einzugehen in dem alten Gebäude, sicher sehr ehrwürdig, ein schöner Vintage-Stil, aber natürlich nicht ganz in Einklang zu bringen mit den Bedürfnissen an eine moderne polizeiliche Einsatzführung. Wir hatten da ein Führungs- und Lagezentrum, das abgesetzt war von dem Lageraum. Polizeitechnisch ist das eine schwierige Konstellation. Also dort, wo die Einsatzführung im Alltag erfolgt, abgesetzt einen Raum zu haben zu einem Raum, in dem eben die Stabs- und Führungsarbeit in Großlagen stattfindet. In dem neuen Gebäude ist es jetzt räumlich zusammengefasst, so wie es sich für eine moderne zentrale Einsatzführung gehört. Sie werden also sehen, das komplette zweite Stockwerk dient allein dem Zweck der zentralen Einsatzführung für das Polizeipräsidium Reutlingen. Immerhin sind wir zuständig für drei Landkreise, Esslingen, Tübingen, Reutlingen. 2020 kommt der Zollern Albkreis dazu. Dann werden wir weit über 1 Million Menschen zu betreuen haben. Die Zuständigkeit des Polizeipräsidiums wird ab 2020 auch 20% größere Fläche umfassen als das Saarland und auch mehr Bevölkerung als das Saarland. Und alle Fäden im Einsatzbereich laufen hier zusammen. Also von hier aus findet die zentrale Einsatzführung dann in jedem Winkel unseres Zuständigkeitsbereiches statt. Also die Bedeutung eines Führungs- und Lagezentrums, kurz gesagt FLZ, ist eigentlich das Herzstück der Polizei. Von dort aus wird alles gelenkt. Da schlägt der erste Angriff auf oder wenn ein Bürger sich an die Polizei wendet, ruft er diese Nummer an. 110 in der Regel. Und die Bedeutung für Esslingen ist enorm. Ja. Und ich begrüße es, dass wir das Polizeipräsidium Reutlingen haben. Ich gehörte zu denjenigen in meiner Fraktion bzw. auch im zuständigen Arbeitskreis und im Ausschuss Innen, die gegen eine Verlegung oder Angliederung eines neuen Präsidiums in Richtung Rimstal und so weiter sich nicht ausgesprochen haben. Das ist eine ideale Angliederung und deshalb bin ich auch von Kirchheim hierher gekommen, um mich selbst zu vergewissern, und ich freue mich nachher schon auf eine Besichtigung dieses modernen Lagezentrums.